Lasst mal übelst Teamplay machen und damit willkommen zurück zu Max Raum. Es ist ein Team Grand Prix. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da sage ich mal nichts zu. 3, 2, 1, los. Ich dachte jetzt sogar schon fast, ich habe einen Fehlstart gemacht. Was ziemlich doof wäre irgendwie, aber okay. Oh, wir kriegen sogar das erste Item hier vorne. Werden weggeschubst, aber okay. Wir fahren auf Todds Fabrik. Ein paar Spieler sind, glaube ich, dazugekommen. Sodass wir jetzt in einem vollen 12-Mann-Raum uns aufhalten. Und hinter uns sind ein paar Gegner. Deswegen backspam ich mal diesen grünen Panzer. Backspam ist ein englisches Wort, das in Mario Kart Wii sich etabliert hat und so viel wie zurückwerfen heißt. So, ich dachte, ich könnte da rechts ihm etwas ausweichen. Dem war nicht so. Und dieser Typ nimmt sich warum auch immer das unterste Item, sodass ich hier keins erhalten habe. Und das ist jetzt sehr schlecht, denn wir sind Neunter. Die Vorderen sind schon verdammt weit weg und wir haben kein Item. Jetzt wollen wir mal sehen. Blau ist auch noch auf dem letzten Platz. Das heißt, sie könnten den Schock bekommen. Das heißt, ich hole mir mal was Neues. Ich denke mal, so taktisch werden die hier die Items von den Schocks nicht einsetzen. Ich denke mal, der wird einfach kommen, wenn man ihn hat. Dann werden irgendwie Items durchgechained. Haus jetzt auch nicht. Oh Gott, das Schönste. Aber was will man machen? Der Schock wird, denke ich mal, irgendwann kommen. Ich hoffe, dass wir ihn haben. Aber was auch immer. Ich kriege jetzt einen Stern nach dem anderen. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Und vielleicht haben wir ein bisschen Glück, was den Schock angeht. Da ist jetzt einer runtergefallen. Das heißt, er wird jetzt erstmal nicht kommen, aber na, jetzt könnte ihn jemand gezogen haben. Wenn ihn auf dem 11. Platz könnte ihn irgendwer gezogen haben, aber dem ist leider nicht so. So, ich müsste mal ein bisschen Deutsch wieder reden lernen. Ah, okay, da kam er jetzt. Ich hatte schon vermutet, deswegen habe ich meinen Pilz dann auch mal verwendet. Der Bombe, jawohl, können wir den einen oder anderen treffen? Nein, Jay leckt sich stattdessen ein bisschen raus. Und jetzt müssen wir sehen, dass dieses Rennen nicht total Ausfall wird. Pilze wären ganz nett, ja, ein Pilz. Vielleicht kriegen wir damit noch ein, zwei Leute. Kommt noch ein blauer Panzer jetzt durchziehen und dann ist es, glaube ich, nee, ist leider nur der 7. Platz. Schade, aber wenn man sich ansieht, wie ich wieder umgeguckt bin, dann geht das schon in Ordnung und Team Blau kann hier einen hohen Sieg einfahren, sagen wir es mal so. Glückwunsch dazu. Aber ich finde, in so einem Team Grand Prix kommt es eigentlich nicht drauf an, wer welches Team da jetzt gewinnt. Also mir persönlich ist es ziemlich egal. Ich fahre einfach, weil ich Spaß dran haben möchte, ein bisschen im Raum. Und ich fahre da auch mehr oder weniger für mich, bin ich ganz ehrlich. Ist das arschig? Nee, ich finde eigentlich nicht. Man sieht sich im nächsten Rennen. So, das wird jetzt mein persönlicher Waterloo, denn ja, geht's Andy Gelbergner, das brach die helle Begeisterung aus, als ich gesehen habe, dass diese Strecke gewählt wurde und oh mein Gott, ich hasse sie. Es ist meine persönliche Hassstrecke. Es ist wirklich die allerschlimmste aus meiner Sicht in diesem Spiel. Ich kann sie kein Stück. Ich hasse diese Strecke geradezu. Und das wird jetzt ganz schwer. Also hier haben wir einen kleinen Robben. Dem lasse ich mal das erste Item. Wenn er sich das überhaupt nimmt. Bei ihm weiß man das ja nie so genau. Und oh mein Gott, es geht schon mal richtig gut los auf der Strecke. Ich hasse sie wirklich. Deswegen, man möge es mir dann auch einfach irgendwie verzeihen, dass ich hier absolut hässlich rumgurke. Alleine schon diese Passage kann ich überhaupt gar nicht. Jetzt haben wir zwei Pilze. Ich hole mir mal ein neues Item und versuche den anderen Spielern die irgendwie wegzunehmen. Das ist jetzt ein Pau. Ah, der Raum leckt auch ein bisschen, aber bei 12 Spielern ist das normal. Und da wäre es möglich, dass ich irgendjemanden den Schock rausgepowt habe. Beziehungsweise, dass er vor mir mit dem Schock war, sodass er ihn jetzt anmachen musste. Denn anders kann ich es mir nicht erklären. Insofern war der Pau ziemlich gut. War jetzt der zweite von Team Blau. Da müssen wir also ein bisschen was machen. Und ja, also wie gesagt, ich möchte es nochmal erwähnen, für die, die jetzt neu dazugeschaltet haben in diesem Part, die den vorherigen nicht gesehen haben. Ich habe jetzt fast eine ganze Woche nicht richtig aktiv gespielt. Und dementsprechend gurke ich hier total rum. Aber man sollte es mir also nicht übel nehmen. Und ich habe da auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Panik, aber ich habe schon ein bisschen Angst davor, denn in 2 Tagen ist IL und wir haben im Moment nicht so wahnsinnig viele Spieler. Ich kriege wieder nur ein paar, was nicht so schön ist. Wir haben nicht so wahnsinnig viele Spieler, die irgendwie für uns IL fahren können. Also, diesmal kommt kein Schock.
Und deswegen werde ich wahrscheinlich spielen müssen, obwohl ich mich nicht so wirklich wohlfühle für die EL und weil ich halt auch im Moment einfach nicht richtig drin bin im Spiel. Deswegen muss ich schon versuchen, ein bisschen reinzukommen irgendwie, damit es dann halbwegs geht. Und ich uns da irgendwie weiterhelfen kann dann im Match. So, jetzt kam, wow, ein Schock von Team Rot. Das ist sehr schön. Dadurch können wir vielleicht noch den einen oder anderen Platz wieder gut machen. Ich setze meinen Pilz mal hier ein. Das finde ich ohnehin sehr schwer, diese Pilze richtig einzusetzen auf der Strecke. Weil es doch viele Passagen gibt, an denen es sich nicht so gut... Oh mein Gott, jetzt leckt der Raum aber die Hölle. Denen es sich nicht so wirklich gut anbietet. Das ist so ein Kugelwilli, soll uns recht egal sein. Ich glaube, das ist noch ein blauer Panzer, der trifft uns aber nicht mehr, beziehungsweise unser Team nicht mehr. Und dann ist es ein vierter Platz. Sehr schön. War jetzt unterm Strich auch ein bisschen besser, als ich das von mir erwartet hatte auf der Strecke. Vor allen Dingen fahrerisch. Ich glaube, das kann man deutlich schlechter hinbekommen. Für meine Fans ist es okay. Dann wollen wir mal sehen. Ja, das sieht schon wesentlich besser aus. Plätze 2, 3, 4. Und der 6 ist auch noch ganz gut. Und blau ist weit hinten. Das ist schön. Damit sollten wir auch irgendwie wieder ein ganz kleines bisschen herangekommen sein. Genau, jetzt haben wir nur noch einen Rückstand von 12 Punkten. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir das im nächsten Rennen ganz ausgleichen können. Ich grüße an der Stelle noch Julian. Und ich weiß gar nicht, wer jetzt noch neu dazugekommen ist in den Raum. Aber ich grüße euch einfach mal. So, bis gleich. So, Marios Piste. Coole Strecke, muss ich wirklich sagen. Ich liebe sie wahnsinnig. Nicht unbedingt, weil man mit dem Goldschirm sicher 1 ist, sondern vielmehr, weil mir einfach die Anordnung von Geraden und Kurven gefallen. Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. So, eben gerade gab es eine ganz lustige Slow-Mo. Das war total bescheuert. Ich bin aus Versehen auf den Item-Knopf gekommen, ohne dass das irgendwie Sinn und Zweck war. Aber okay, da kommt ein roter Panzer und Robben schubst hier rum. Hör auf zu schubsen, das finde ich gemein. Und hier ist ein kleiner Reto, der möchte bestimmt einmal einen grünen Panzer hineinfahren und der hat eine Menge Bananen. Aber okay. So, also die Slow-Mo war natürlich auch bei den anderen der Fall. Und das erinnert mich an einen Clan War, der schon ein bisschen länger zurückliegt. Oh, das ist ganz schlecht. Ja, ganz schlecht gewesen. Das war jetzt auch noch schlechter und das ist am allerschlimmsten. Aber es ist egal, auf der Strecke geht also einiges. Ich bleib mal ein bisschen stehen. Lass mich mal ein paar Ränge zurückfallen. Tue mir am besten Stern, genau. Perfekt, den wollte ich haben. Und den werde ich dann demnächst mal verwenden und dann sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Natürlich kann der Schock jetzt vom Diddy Kong da hinten, vom Donkey Kong gezogen werden, deswegen mache ich meinen Stern lieber jetzt schon an. Ziehe einen Goldschirm nach, das ist gut, wenn der Schock nicht fürs gegnerische Team kommt. Andernfalls haben wir ein Problem. So, super. Immerhin, wir hatten den Schock, aber mir werden hier sämtliche Items weggenommen und dazu noch der Pau und dieser Goomba, der in mir gespawnt wird. Damit ist hier mein Rennen eigentlich gelaufen und jetzt kommt nochmal der Stern von Julian. Goldpilz, vielleicht geht damit noch ein bisschen was, aber na, nicht wirklich. 9. Platz, schade. Bisschen unglücklich gelaufen, aber wer so dumm ist und seinen Pilz so mangelhaft einsetzt, hat es auch nicht anders verdient. Das war wieder eine Menge wirres Zeug, das ich da gelabert habe und hoffen wir mal, dass das jetzt im nächsten Rennen besser wird. Bis dann. So, weiter geht's. DS Piazzale Delfino. Verdammt schöne Strecke hatten wir aber schon im ersten Rennen, soweit ich weiß. Und, oh mein Gott, ich war gerade ein bisschen abgelenkt und musste eben noch wie wild suchen. Denn mein... auf Schlangenlinie zu fahren, das nervt mich. Denn mein Headset ist kabellos, aber muss natürlich auch ab und zu mal aufgeladen werden, das ist ja ganz klar. Und wenn es dann mal, wenn dann der Akku zur Neige geht, erscheint ein, beziehungsweise ist ein nervtötender Piepton wahrnehmbar. Und das ist wirklich sehr störend. So, ich versuche dreimal den Einzelcut zu ziehen. Es ist weitaus effektiver, als wenn ich jetzt den Double Cut nehme und dann nur noch einen Schwung übrig habe. Ich denke, das ist der bessere Fahrplan. Ah, 2. Platz, einer ist vorne weg. Aber mit den beiden Pilzen ist es eigentlich ganz gut. Jetzt musste ich also gerade eben überlegen, wo habe ich die scheiß Aufladekarte hingepackt. Und eben im Rennen war dann auch die ganze Zeit sein Nervtötenpiepton in meinen Ohren. Und vor uns ist jetzt ein Don. Und der erste hat ein bisschen Vorsprung. Hoffen wir mal, dass kein Schock von Team Blau kommt. Ansonsten sieht es für uns recht gut aus. Wenn ich jetzt nicht so rumgurken würde, könnten wir auch, wow, irgendwie an Don
nicht leben bleiben. Ich nehme mal den anderen Weg, damit er hier uns nicht irgendwie backspammen kann oder so. Da kommt ein blauer Panzer auf Team Ouch. Nicht auf Team Ouch, sondern auf Team Blau und wunderbar. Ganz klasse, der Schock kommt. Schock mir meine beiden Schums raus. Natürlich vom gegnerischen Team. Das heißt, ich kann jetzt den Cut nicht ziehen. Ansonsten wäre ich jetzt vermutlich auf dem ersten Platz mit dem Pilz. Aber, naja. Mario Kart Wii ist eben reines Gerape manchmal. So, jetzt habe ich auch noch gefailed. Und dann ist es jetzt auf einmal der 10. Platz. Das gehört alles zu Mario Kart Wii. Leider gehört es dazu. Und oh mein Gott, wenn ich das richtig sehe, hat Team Blau sogar eine Top 4 im Moment. Oder eine Top 5. In jedem Fall kurven die da alle rum. Des Weiteren haben wir jetzt nicht mehr, aber wir hatten bis eben noch nicht den letzten Platz. Das heißt, der Schock ist auch unrealistisch für uns. Oh Gott. Ich komme immer aus Versehen auf die Item-Taste, obwohl ich das noch gar nicht wollte. Und, naja, mal sehen. Das nächste Item. Goldpilz. Ist gar nicht so schlecht, aber ich denke mal, dass... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, immerhin, ich kriege vermutlich dieses Item hier noch. Insofern war es gar nicht so schlimm. Da kommt nochmal... Kommt nochmal ein Schock. Aber da ist eigentlich keiner mehr von Team Blau. Ja, doch, okay, Julian, den können wir noch irgendwie ein bisschen nach hinten durchreichen. Aber dann ist es saumäßig gefahren und unterm Strich ein verdienter 8. Platz. Ich hätte mich hier nicht beschweren können, wenn ich letzter geworden wäre. Natürlich ein bisschen Pech mit dem Blitz in der 2. Runde, aber wer so schlecht fährt, hat es dann auch nicht anders verdient. Das dürfte Team Blau ziemlich hoch gewonnen haben insgesamt. Also schaut's aus mit minus 24, es geht. 20 Punkte für uns, damit können wir noch mehr als zufrieden sein, denn das war wirklich grottig und im nächsten GP muss ich dann, beziehungsweise sollte ich dann wirklich ein bisschen besser fahren. Ich hoffe, dann sieht man sich wieder und ich bin gespannt auf den nächsten Grand Prix. Bis dahin.